Hallo zusammen, heute bei uns Bratwurst, Zuckermaiskolben, Topf, Amerikantopf. Gekocht wird im Supertopf Dutch Oven, heute FT6, 5 Liter Volumen. Wenn ich koche im Dutch Oven, das heißt, ich brauche Grillbriketts. Circa 21 Stück Grillbriketts. Gute Grillbriketts. Und jetzt über Zutaten, über leckere Zutaten. Leckere Zutaten. Und ich fange mit Bratwurst. Frische, grobe Bratwurst. Und eine geräucherte. Mettwurst, Cabanossi oder Krakau. Kartoffel. Festkochendes Kartoffel. Weißkohle. Leckere Zucker, Mais, Kolben. Halbiert. Möhren und Zwiebeln sind auch dabei. Champignons, braun. Leckere Gewürze natürlich und ein paar Lorbeerblätter. Ohne Wasser schwierig was zu kochen. Wasser, Sonnenblumenöl, Mehl, ganz einfaches Mehl. Barbecue-Soße, eure Lieblings-Barbecue-Soße. Und Knoblauch auch dazu. Ein wenig über dieses American Top. Ganz einfach zu kochen. Dutch Oven voll machen, Grillbriketts unter Grillbriketts oben und dann 1,5 bis 2 Stunden warten wir. Ein großer Schüssel und Kartoffel kommt rein. Weißkohl hinterher, Pilzen, Möhren, aber ohne Zwiebel und Knoblauch. Gewürzen vergessen wir auch nicht. 2 Esslöffel Mehl. Ein wenig Sonnenblumenöl, ca. 50 ml. Ohne Salz ist auch schwierig was zu kochen. Halbe Esslöffel Salz. Ab jetzt wird Topf vollgemacht. Erstmal 20 Gramm Butter und Topf wird eingeschmiert. Jetzt Zwiebel dran. Zwiebel ist wie ein Schutzschild. Wenn Wasser anbrennt, dann anbrennt Zwiebel. Können wir nachher entfernen. Zuckermaiskolben platziert. Jetzt Gemisch aus Gemüse kommt da rein. Zwischen Mais, Kolben. Wir füllen einfach Topf auf. Ein paar Lorbeerblätter finden auch Platz im Topf. Weiter werden wir beschäftigt mit Wurst. Krakau oder Mettwurst oder Bogamnossi wird klein geschnitten. Aber frische grobe Bratwurst wird von beiden Seiten nur ganz klein angeschnitten. Wurst rein. Ich habe so ein Muster gemacht. Sieht vielleicht komisch aus, aber ja, Geschmackssache, würde ich sagen, Geschmackssache. Geräucherte Wurststückchen kommen auch rein. Geräucherte Wurst nur für Geschmack. Als letzte jetzt Wasser, 300 ml. Topf ist ganz schnell voll, machen wir Deckel zu. Wenn die Grillbriketts soweit, dann zum Feuer stellen. Sieben Grillbriketts unten und restliche 14 Grillbriketts oben drauf auf Dutch Oven Deckel. Ablauf nach 30 bis 40 Minuten. Einfach Deckel hoch und schauen wir, was ist mit Bratwurst passiert. Wenn die hat schon eine Kruste braun geworden, einfach Bratwurst umdrehen. Dann mit Barbecue-Soße, eure Lieblings-Barbecue-Soße, ein Pinsel mit Deckel wieder zu und lassen ungefähr noch 4 bis 40 Minuten stehen oder gar Stunde. 40 Minuten sind um, schauen wir einfach, was passiert in unserem Pot. Wie sieht Bratwurst aus? Die sieht super aus. Bratwurst Farbe bekommen. Bratwurst jetzt umdrehen und mit Barbecue-Soße anpinseln. Und nie geizig sein. Richtig anpinseln. Reichlich anpinseln. Bratwurst wurde mit Barbecue-Soße bestrichen. Und jetzt mit Deckel zu und bis einer Stunde.
nach einer Stunde ist sowas. Aber das riecht. Unglaublich riecht das. Soll ich jetzt versuchen? Wow. Und so sieht American Top aus. Ich würde sagen, sehr lecker, super leckeres Topf. Es riecht richtig nach Zuckermais. Okay, probieren wir. Ich liebe solche Rezepte. Machst du Topf voll, wartest du bis 2 Stunden und am Ende lecker essen. Und wirklich lecker essen. Zuckermaiskolben, dann Bratwurst. Bratwurst ist richtig knackig. Und natürlich ganze Gemüse. Lecker. Und jetzt Finale. Probieren. Natürlich erstmal Bratwurst. Bratwurst mit Barbecue-Geschmack. Lecker. Und jetzt Gemüse, Kartoffeln, Möhren, Weißkohl. Kartoffeln bisschen schmeckt nach Zuckermais. Sehr lecker. Oh, ja, man jetzt Bienen hier. Nee, komm schon. Ja. Die will jetzt Maiskolben essen. Ja, komm schon. Flieg mal. Und jetzt Zucker, Maiskolben. Aber vorsichtig. Sehr, sehr heiß. Versuchen sie nachzukochen. Sie haben es selber gesehen. Das ist ganz einfach, ganz easy. Topf voll machen, mit Deckel zu. Griebekäse unter, Griebekäse oben. Und dann warten. Können Sie in dieser Zeit viel zu Hause schaffen. Ich habe zum Beispiel ganz viel geschafft. Tschüss und auf Wiedersehen. Und bis nächstes Mal. Eure Grill-Jigit. Mmh.